Ups, Scanning. Schon wieder Seeker. Ich hätte mir jetzt aufschreiben sollen, welche Leiche ich für was brauche. Not now. Später irgendwann. Oh, und das wurde was repariert. Sehr schön, aber... Oh, Laser Rifle kann auch noch was werden. Arc Thrower nicht mehr. So, ich muss jetzt los, sonst ist das UFO irgendwie weg. Da brauche ich jetzt gute Leute, wie dich zum Beispiel. Und dich. Sniper nicht, nein. Gunner habe ich schon einen dabei. Noch ein Ingenieur? Nee. Noch ein Medic. Das klingt nicht schlecht. Und dann nehme ich sogar... Nee, ich nehme nur zwei Rookies mit. Das ist ja schließlich keine einfache Mission. Rocketeer kann auch mit. Und dann zwei Rookies. Evgenia und Bailey. Oh, ich mag Baileys. Ja. Komm. Tim. Ich hatte jetzt einen zweiten Medic dabei, ne? Das heißt, er muss nicht zweimal Medkits mitnehmen. Das klingt gut. Ich weiß übrigens, was das Ruckeln jetzt ist. Es ist das Wetter. Es ist zu heiß. Du. Oh. Oh. Ist der Autolaser kaputt gegangen oder ist er einfach nur im... So. Ah, ne, das ist er. So. Scope. Alle nicht ordentlich ausgerüstet hier. So, so. Und wenn ich das gerade richtig sehe, habe ich jetzt auch zwei Arc Thrower. Einen bekommt hier zwei, weil er sollte mehr Ladung haben, weil er... Nee, ich glaube noch nicht. Kommt er später mit mehr Ladung. Mit Pack Red. Hat zwei noch nicht. Du bekommst dann ebenfalls wieder ein anderer Medic-Kollege. Eine Rauchgranate. Die helfen mir doch ziemlich gut. Zwar als Support. Du, da, da. Und die bekommen wieder die Kestrels. Du bekommst noch eine Schredder-Rakete? Nee, lieber ein Scope. So. Gut. Ihr bekommt Kestrels und einmal das, Stunning. Stunning. Stunning ist doch nicht repariert. Oder ist wieder so ein Überlappungsfehler, dass ich es nicht in der Anzeige habe. Oh, wir brauchen noch einen mit Motion Tracker. Das ist eine sehr gute Idee. Auch eine Kestrel, auch ein Laser und... Komm, zeig mir das Stun-Ding. Ne, ne, haben wir nur einen. Na gut, dann Decken wegsprengen und besser treffen. Okay, alle haben Laserwaffen, alle haben Rüstung, so einigermaßen zumindest. Alle haben Gear. Go. Dropship has arrived. Zeig mir die Karte. Area of engagement for this mission will be in India. Sagt mir jetzt nichts der Aufschlag. It looks like the alien crash site is in a remote area. If we move quickly, we may be able to secure the site before the aliens have time to regroup. Wir haben anderthalb Tage Wartezentral. Ich glaube, sie hatten mehr als genug Zeit, sich zu regroupen. Kajan muss töten und Mail-Container einsammeln. Ja, ich halte mich da in letzter Zeit recht zurück mit den Mail-Containern, weil das Spiel mir langsam ein bisschen zu gefährlich wird. Und ich würde ungern Soldaten riskieren, nur um ein bisschen Mail abzuzwacken. Ich denke, das wird erst wieder ein Thema, wenn ich mit der Genforschung anfange. Dafür braucht man ja doch recht viel Mail. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here.
Strike One is authorized to assault the alien craft. Wo sind die Wände? Da ist eine, da ist die andere. Okay, dann gehen wir doch mal in die Richtung hier, damit wir nicht so exponiert stehen. Also, geh erstmal dahin. Siehst nichts. Okay, dann geh jetzt zum Baum weiter. Alles klar. Das heißt, hier die Richtung ist sicher. Du. Dein. Schöne. Einigermaßen Linie bilden. Du kommst nicht bis zum Baum. Schade. Ist verlockend, dahin zu gehen, aber dann bin ich wieder zu mittig. Du sprinte einfach mal da ganz hinten. Mhm. Was bist du? Du bist einer der Zweimalschießer. Du kannst mit nach vorne. Aber du kannst nur zweimal schießen, wenn du nicht vorgehen musst. Du bist eher hinten und wirst vorgezogen, sobald irgendwas geschreddert werden muss. Ja, du bist meistens auch vorne. Hast zwar noch keinen Double Tap, aber ich habe die schweren Waffen immer einigermaßen gut positioniert. Von da wirst du aber nichts schießen können, oder? Naja, ich denke nicht, dass er das, die Waffe über seinem Kopf hält und darüber tackert oder da um die Ecke. Das, du musst also auch sprinten. Sprint mal dahin. So, und so, das kann ich gleich mit allen machen. Du. Zwei. Du. Zwei. Ja, komm, was soll's da hinten. So, also. Warten. Ich hab nur Mutons gehört. Siehst du was? Nö. Okay. Wo ist die Wand? Da ist die Wand. Kannst du ruhig ein bisschen weiter links gehen, wenn da die Wand ist. Und auch hier nichts. Scheint eine ziemlich große Karte zu sein. Ist da das UFO? Nee. Na gut, dann sprintet alle mal hinterher. Da kann ja nichts unterwegs sein. Also müsst ihr auch kein Overwatch. Naja, Overwatch wäre trotzdem schön gewesen, aber na gut, du. Weiter, weiter, weiter. Wäre ja auch mal schön, so eine UFO-Mission in einem einigermaßen guten Zeitrahmen zu erledigen. Und nicht erstmal 30 Runden im Kreis rumzulaufen. Immer mit halbe Bewegung vor Overwatch, halbe Bewegung vor Overwatch. Dafür sind die Motion Tracker echt super. Risikos eingehen, die dann keine Risikos mehr sind. Risiken eingehen, die dann keine. Na, 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 du geh. Dahin. Heavy bekommt keine schwere Deckung. Du kriegst einen ganzen Baumstamm, was willst du davon? Ganz für dich alleine, wahrscheinlich nicht. Oh, doch. Hier, ganz für dich alleine. Ah? Ja, ich hab's gehört. Ja, den kannst du mal triggern. Geh mal. Jetzt mache ich das mit halbem zuvor und Overwatch. In der Hoffnung, dass die Mutons gleich in uns reinlaufen. Der Rest kann dann auch aufrücken. Ja, meine Deckung ist ein bisschen doof, weil wenn sie wirklich von Westen kommen, also von da, könnten sie uns flankieren. Das heißt, du solltest nicht weiter vorrücken. Du eigentlich auch nicht. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Dahin. Du. Baumstamm teilen. So, Rest einfach. Oh, der Opportunist ist auch schön da, wo er sein sollte, und sie kommen nicht näher. Wäre ja auch zu angenehm, wenn sie das täten. Siehst du was? Ja. Und zwar
Ich schätze mal, da sind sie. Uff. Okay. Nicht so wirklich schön, weil dann müsste ich da hochgehen und die können von oben runterschießen auf mich und ich habe keine ordentliche Deckung und. Geht doch mal. Du zweimal Schießerling. Und Heavy. Teilt euch mal die tolle Deckung da oben. Gott. Dich nutze ich dann nächste Runde und schicke dich einfach dahin, um die aufzuscheuchen und laufe dann sofort wieder zurück in die Deckung hier. Und die drauf folgende Runde kommt dann hoffentlich in unsere Richtung hinterher. Und laufen dann hier in die Feuerposition. Da, das heißt, ich kann mich jetzt orientieren nach Nordwesten, was Deckung angeht. Du solltest sprinten. Du bleibst da, kannst auch da bleiben. Du bist da ein bisschen weit hinten, aber so wirklich viel tollere, bessere Deckung haben wir nicht. Du kannst dahin. So, ich glaube, das war's. Komm. Ja, okay, du, Köder. Hallo. Oh, da hast du einen Berserker bei. Den ich jetzt aber nicht mehr sehe und dementsprechend auch nicht weiter in meine Richtung locken kann. Geht dahin. Aber der Berserker sollte jetzt schnurstracks zu uns laufen, richtig? Das heißt, alle Overwatch und alle werden schießen. Okay. Fertig. Hallo. Lass ihn ruhig näher kommen. Was? Das war's? Okay. Du. Heavy sollte anfangen. Du. Um zu checken. Hier. Schön gedeckt. Machen wir schon mal davor. So. Du. Ja, einfach drauf. Einfach drauf. Ist egal wer. Ich bleib erstmal hier in der Stellung stehen, weil die anderen beiden Mutants müssen ja auch noch in die Richtung hier aufrücken. Nur werden die wesentlich vorsichtiger vorgehen als der da. Du ruff. Und den Kill macht hoffentlich ein Rookie. Du teste. Nope. Instant-Beförderung? Nein. Aber sollte trotzdem mit den Bonus-XP von der abgeschlossenen Mission reichen, um aufzustufen. So, es kommt kein Muton. Problem ist jetzt, wenn ich hier hochgehe, die können schon im Overwatch sein. Und die dürfen ja auch schon schießen. Ja. Nö. Wie jetzt? Ihr habt einfach gesehen, wie euer roter Freund in Richtung der Feinde marschiert ist und habt gesagt, ach nö, ich mach Kaffeepause. Interessantes Mutantverhalten. Mutter? Gehe ich nicht drauf ein. Verhaltet euch gefälligst wie Mutons. Stürmt eurem Freund hinterher. Was? So. Ah, sie haben schon die Position verändert. Achso, vielleicht kommen sie den Berg da gar nicht hoch. Vielleicht sind sie ja nicht so agil wie der da? Oh ja, 4x50%. Tot. Tot. Ein Mutant gehört immer zu dem Trupp. Und ich habe eben gerade auch noch Floater gehört. Ja, Opportunist trifft mir eben 25% besser als alle anderen. Und vorbei. Also, Trupp 1 zerstört. Außer es gehörte noch ein Mutant dazu, den ich nicht gesehen habe beim Ködern. Du
Hier nochmal Köder. Eins, zwei, drei und noch ein Berserker. Hallo, du bist ganz schön da dran. Hallo?